Lassen Sie uns in das Thema Dienstleistungen und Services im digitalen Zeitalter einsteigen. Was sind denn Dienstleistungen? Dafür können wir uns zum Beispiel die Sektorentheorie der Volkswirtschaft anschauen. Da gibt es den primären, sekundären, tertiären oder dann quartiären Sektor. Der primäre Sektor ist die Urproduktion, das ist die Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und so weiter. Sekundärer Sektor ist die Sachgüterproduktion, also die Industrie, das verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe. Tertiärer Sektor ist dann die Dienstleistungswirtschaft. Da geht es um Erzeugung von Leistungen und mit überwiegend immateriellem Charakter. Das schauen wir uns im Folgenden noch genauer an. Das kann aufgeteilt werden in klassische Dienstleistungen und Informationsdienstleistungen. Und so eine ganz klassische Sektorentheorie der Volkswirtschaft hat diese drei Sektoren, primär, sekundär, tertiär. Viele reden dann auch mittlerweile auch noch von einem quartären Sektor, der Informationswirtschaft. Die beinhaltet dann alle Tätigkeiten, die sich vorrangig mit Informationen im weiteren Sinne, wie deren Sammlung und Verarbeitung befassen. Und manche denken jetzt auch darüber nach, ob es irgendwie einen quintären Sektor gibt. Das wäre vielleicht eine Frage an Sie. Wie könnte der denn aussehen, wenn Sie da noch eins weiter draufsetzen? Das ist natürlich auch ein bisschen eine historische Entwicklung. Der primäre Sektor war zuerst da, der sekundäre kam dazu und so weiter. Dadurch kommt die Durchnummerierung. Aber natürlich geht es nicht darum, dass ein Sektor besser oder wichtiger oder so ist als der andere, sondern es ist der Mix dieser verschiedenen Sektoren, der eine Volkswirtschaft ausmacht. Und die einzelnen Sektoren haben aber auch unterschiedliche Charakteristika. Und wir wollen jetzt auf den tertiären Sektor, die Dienstleistungswirtschaft, ein bisschen genauer gehen und uns anschauen, was sind Dienstleistungen. Dafür haben wir hier eine Definition, eine konstitutive Definition von Dienstleistung. Die beschreibt die Bedingungen, die zwingend vorliegen müssen, damit die Gesamterscheinung als Dienstleistung gelten kann. Und diese konstitutive Definition, die hat drei Dimensionen. Es geht darum, dass es potenzialorientiert ist, prozessorientiert und ergebnisorientiert. Was verstehen wir unter potenzialorientiert? Ja, Dienstleistungsanbietende stellen aufgrund der Immaterialität kein fertiges Produkt, sondern die Fähigkeit zur Leistungserbringung bereit, also eine Leistungsbereitschaft. Also was ist ein physisches Produkt? Wenn Sie beispielsweise irgendwie beim Bäcker ein Brötchen kaufen, dann ist das ein physisches Produkt, das ist was Materielles. Was anderes ist, wenn Sie bei einer Friseurin oder einem Friseur zum Haareschneiden gehen. Haareschneiden ist eine Dienstleistung, da gibt es kein physisches Produkt, was über die Ladentheke gegeben wird. Es geht um die Dienstleistung, erstmal die Leistungsbereitschaft, Haare zu schneiden, aber dann natürlich auch die Umsetzung, aber da kommen wir später zu dieser Leistung. Also das ist das Potenzialorientierte. Es geht um die Fähigkeit zur Leistungserbringung, die Leistungsbereitschaft. Dann das Prozessorientierte als zweites. Produktion und Absatz fallen zeitlich zusammen, wird auch als Uno-Acto-Prinzip bezeichnet. Also Dienstleistungsnehmende bringen sich als externer Faktor in den Erstellungsprozess ein. Denken Sie nochmal an die beiden Beispiele, die ich gerade hatte. Das Brötchen, was über die Ladentheke gereicht wird, das wird erst produziert, da wird der Teig gemacht, das wird gebacken und dann später wird es verkauft. Das fällt zeitlich eben nicht zusammen, sondern ist zeitlich nacheinander. Da gilt das Uno-Acto-Prinzip nicht. Denken Sie an das Haareschneiden-Beispiel. Naja, die Dienstleistung wird in dem Moment erbracht, wo Sie als Kundin, als Kunde da sind. Da wird nicht schon vorproduziert. Man kann den Haarschnitt nicht vorproduzieren. Man kann vorher schon die Leistungserbringung vorbereiten. Man kann die Leistungsbereitschaft herstellen. Aber dann die Leistung wird wirklich in dem Moment erbracht, wo die Kundin, der Kunde als aus Sicht des Unternehmens externer Faktor sich in den Erstellungsprozess einbringt. Dadurch, dass sie da ist, darüber diskutiert, wie der Haarschnitt aussehen soll, die Haare zur Verfügung stellt, die geschnitten werden. Und in dem Moment wird dann die Dienstleistung erbracht. Und die dritte Dimension ist dann die Ergebnisorientierung. Wirkung an Dienstleistungnehmenden steht dabei im Vordergrund. Auch hier sind die Immaterialität und die Tatsache, dass sich das Ergebnis einer Dienstleistung erst bei dem Nachfragenden konkretisiert, entscheidend. Also denken Sie wieder mit dem erst beim Nachfragenden konkretisiert. Da ist nicht schon das Brötchen da, sondern da entsteht der Haarschnitt beim Nachfragenden, bei der Kundin oder dem Kunden. Und es geht um das Immaterielle. Aber jetzt in der Ergebnisorientierung geht es eben um die Wirkung, die auch entstehen muss. Es geht nicht nur darum, die Leistungsbereitschaft zu haben oder dann im Prozess zu sein, sondern es gibt natürlich auch ein Ergebnis. Und Sie sehen schon mit Potenzial, Prozess, Ergebnis, die drei sind, kann man auch in eine zeitliche Reihenfolge hintereinander bringen. Und diese einzelnen Definitionsdimensionen machen nicht isoliert den Dienstleistungscharakter aus. Wenn das eine gilt, die anderen beiden nicht oder zwei von drei gelten oder so, dann würden wir noch nicht von der Dienstleistung reden. Sondern alle drei müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein. Das ist eben, was diese konstitutive Definition ausmacht, damit wir von der Dienstleistung reden. Für manche ist es vielleicht ein bisschen einfacher, sich das grafisch zu merken. Deswegen haben wir das hier nochmal anders sozusagen in der zeitlichen Reihenfolge von links nach rechts angeordnet. Fangen wir links an mit der Potenzialdimension. Die Dienstleistungsanbietenden halten die Leistungsbereitschaft vor, indem sie interne Produktionsfaktoren kombinieren. Also die zum Beispiel ein Langhaarschneider, eine Schere, ein Kamm und so weiter,
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhalten, damit sie Haare schneiden können. Und ich mache es jetzt immer an so ganz plakativen Beispielen wie Haare schneiden oder Brötchen backen oder so weiter, weil ich glaube, dass es da sehr klar wird. Natürlich kann man das dann eben auch auf die Digitalisierung beziehen und auch das machen wir dann auf der folgenden Folie noch ein bisschen genauer. Aber erstmal ist da die Potenzialdimension, also die Dienstleistungsanbietenden, die die Leistungsbereitschaft vorhalten. Dann geht es weiter in die Prozessdimension. Die Leistungsbereitschaft wird dann kombiniert mit einem externen Faktor. Und was ist dieser externe Faktor? Das ist die blaue Box, die Sie oben drüber sehen. Das sind die Kundinnen und Kunden, die sich selbst oder Objekte, die ihnen gehören, in den Prozess einbinden. Also die quasi ihren Kopf hinhalten, damit die Haare geschnitten werden können. Oder die das Auto, das repariert wird. Und ein Auto zu reparieren, ein Auto zu warten, ist auch wieder die Dienstleistung. Dann bringt die Kundin, bringt der Kunde das Auto mit in den Prozess ein. Die Werkstatt bringt die Gerätschaft und die Ausbildung mit ein. Und die beiden werden dann kombiniert in der Prozessdimension, wo wirklich die Leistung erstellt wird. Und dann haben wir hinten raus die Ergebnisdimension. Da ist dann die Dienstleistung als immaterielles Gut. Das sind jetzt im Beispiel des Haareschneidens, des Autoreparierens schon Änderungen an einem materiellen Gut Auto oder eine Änderung an dem materiellen Gut Haare. Aber nicht jede Dienstleistung ist auch immer an einem materiellen Gut. Und sowieso die Änderung ist eben immateriell. Sondern nehmen Sie sich auch sowas wie eine Vorlesung an der Universität, die Lehre. Auch das ist eine Dienstleistung, wo sich die Studentinnen und Studenten als aus Sicht des Lehrenden externer Faktor selbst in den Prozess einbringen. Die Lehrenden bereiten eine Potenzialdimension Unterrichtsmaterialien vor, überlegen sich, wie kann ich die Sachen didaktisch richtig aufbereiten, wie kann ich das erzählen. Das wird dann eben kombiniert mit den Lernenden in der Prozessdimension. Und die Ergebnisdimension ist dann hoffentlich eine Veränderung bei denen, die lernen. Hoffentlich gehen die mit anderen Gedanken, anderen Ideen, anderem Wissen aus der Lehrveranstaltung raus. Und da sieht man dann noch mal mehr den immateriellen Charakter, weil es jetzt nicht mal mehr um die Veränderung oder sichtbare, messbare Veränderung an einem materiellen Gut geht, sondern um das immaterielle, weitere Wissen. Was natürlich schon wieder auch in der Materie, in den Köpfen der Lernenden irgendwie drin ist, aber die Veränderung des Wissens, dieser Lernerfolg ist eben was Immaterielles. Das ist eben diese erste Definition von Dienstleistung. Jetzt lassen Sie uns noch eine weitere Perspektive anschauen. Und jetzt kommen wir mal eben zum Servicebegriff, der betriebswirtschaftliche Servicebegriff. Ein Service ist die Veränderung des Zustands einer Person oder eines Gutes einer ökonomischen Partei, die als Ergebnis einer Aktivität einer anderen ökonomischen Partei mit dem vorherigen Einverständnis der beiden Parteien entstanden ist. Klingt ein bisschen kompliziert, sehen wir gleich, wenn wir uns unten die Bilder anschauen, noch ein bisschen genauer. Wichtig ist jetzt, dass ich hier gesagt habe, dass wir beim betriebswirtschaftlichen Servicebegriff sind. Es gibt auch noch einen technologischen Servicebegriff. Dazu lesen Sie ganz unten auf der Folie was. Ein Service in der IT, in der Informationstechnologie, bezeichnet ein softwaretechnisch realisiertes Artefakt zum Anbieten einer Funktionalität. Also es geht auch wieder um das Anbieten einer Funktionalität. Das hat von daher schon was von diesem Servicecharakter. Aber trotzdem muss man relativ genau unterscheiden, ob man jetzt gerade mit einem Betriebswirt, einem Betriebswirt über einen Service redet oder mit jemand, der eher auf einer technologischen Sicht über Services redet. Und wir sind hier gerade eher bei dem betriebswirtschaftlichen Servicebegriff. Diese Definition oben, dieser betriebswirtschaftliche Servicebegriff, der da geht, geht auf Hill zurück. Und diese beiden Bilder, die Sie in der Mitte sehen, illustrieren das nochmal ein bisschen. Lassen Sie uns mal das Bild A auf der linken Seite anschauen. Wir haben zwei ökonomische Parteien durch diese gestrichelten Linien dargestellt, das eine ein bisschen größer und das andere ein bisschen kleiner. Und die auf der linken Seite, die da als Second Economic Unit bezeichnet ist, naja, diese ökonomische Partei besteht zwar vielleicht aus einer Person, die Person besitzt aber auch Güter, mit Kreis und Rechteck jetzt an dieser Stelle symbolisiert. Und die andere ökonomische Partei, die nimmt jetzt irgendwie eine Zustandsänderung vor. Entweder an der Person, denken Sie an das Beispiel des Lehrens und Lernens, wodurch sich dann eine Änderung bei der Person hoffentlich realisieren würde. Oder denken Sie an die Wartung des Autos, dann wäre das irgendwie wie eine Veränderung an dem Produkt. Und egal, ob diese Veränderung an dem Zustand der Person oder des Produktes ist, kann es eine Dienstleistung sein, wenn, denken Sie an das, was wir oben in dem Begriff stehen hatten, das Einverständnis der beiden Parteien da war und diese Veränderung eben eintritt. Und wenn wir uns jetzt das rechte Bild anschauen, das Bild B, dann reden wir jetzt hier etwas spezifischer von Kunden und Anbieter. Das ist etwas weniger abstrakt. Der Kunde, die Kundin hat wieder ein persönliches Element, hat aber auch wieder Güter, die ihr gehören oder ihm gehören. Und der Provider kann jetzt auch wieder entweder Person sein, könnte aber auch irgendwie Güter sein, die dieser Person gehören, natürlichen oder juristischen Personen. Also denken Sie an das Haareschneiden-Beispiel. Da ist es nochmal relativ klar, dass es eigentlich eine Person ist, die Friseurin, der Friseur, die die Zustandsänderung bei der Kundin, beim Kunden herbeibringt. Aber gerade wenn wir jetzt über zunehmend smarte Produkte reden,
die in smarten Dienstleistungen eingesetzt werden, dann ist es vielleicht auch ein Produkt, dann ist es vielleicht auch ein Algorithmus, dann ist es vielleicht auch ein Roboter oder ähnliches, was diese Zustandsänderung herbeiführt. Und auch das wäre natürlich dann wieder ein Service im betriebswirtschaftlichen Sinn. Und die Frage, die ich jetzt an Sie noch hätte, ist, wenn Sie in die Unternehmen schauen, dann wird in vielen Unternehmen nicht von Dienstleistungen gesprochen, sondern von Service gesprochen. Warum glauben Sie eigentlich, hat sich dieser Service-Begriff im Vergleich zum klassischen deutschen Wort Dienstleistung durchgesetzt? Was denken Sie dazu?